Ja, moin. Heute habe ich mal ein bisschen was anderes. Und zwar habe ich hier eine Art kleine Party-Zubehör für Groß und Klein, primär wahrscheinlich für Kinder. Aber ich denke, es gibt auch den einen oder anderen Nerd hier, der sich davon angesprochen fühlt. Ich werde einmal die Sachen einzeln präsentieren. Es ist ein Set, das aus, ja, vier primären unterschiedlichen Produkten besteht und wird eben als Giveaway betitelt für Geburtstage. Wir haben hier zum einen nämlich Pins. Die sehen erstmal soweit aus. Sie sind also vom Print her total in Ordnung. Ich bin mir nicht sicher, es ist, glaube ich, kein offiziell lizenziertes Produkt. Aber insgesamt ist das alles hier ganz sauber und clean gedruckt und macht einen ganz guten Eindruck. Wir können uns ja auch einmal einen von hinten anschauen. So sieht das Ganze von hinten aus. Das ist alles schön sauber verarbeitet. Also da gibt es keine Probleme oder dergleichen. Und auch insgesamt die Oberfläche wirkt tatsächlich besser, als ich das erwartet habe. Dann, meiner Meinung nach, das Überflüssigste, aber das lässt sich bestimmt drüber streiten, sind diese Wristbands, Armbänder, wie auch immer man sie nennen möchte, in unterschiedlichen Farben und unterschiedlichen Mustern. Hier sind erstmal primär hier die Mario-Brüder drauf, ein bisschen Toad, Goomba, Peach und ja, die Piranha-Pflanze, Bowser. Das gleiche zieht sich auf dem orangefarbenen. Und auch auf den anderen finden wir eben immer dasselbe Prinzip wieder. Ich bin mir nicht ganz sicher, schau mal. Sieht so ein bisschen aus wie ein Sticker, aber nee, das ist tatsächlich da drauf. Das kann ich nicht einfach abpulen. Hatte ich eben erst den ersten Moment das Gefühl, aber das ist da drauf gedruckt mit so einer Art, ja, Hochglanz. Also abpulen ist schwierig. So, dann, jetzt kommen wir zu den ein bisschen, ja, ansprechenderen Sachen. Davon gibt es aber auch ein bisschen weniger, nämlich diese zwei Keychains. Hier haben wir einmal Mario mit einem kleinen Pilz. Ja, der ist schon mal ganz cool, auch schön gestaltet. Und da darf natürlich nicht fehlen der gute alte Luigi mit dem Pilz. Also zwei davon nur, aber dafür auch deutlich hochwertiger als die anderen Produkte da. Und dann zu guter Letzt haben wir noch so eine Kollektion an Stickern. Ich werde da einmal durch rauschen und einmal gucken, wie die Haptik überhaupt insgesamt davon ist. Also wir haben hier Goomba und Peach und Donkey Kong, Bowser Brüder, Dry Bones, Yoshi, Piranha Plant. Ich mache es einfach mal ein bisschen schneller. Man kann sich das ja dann eben geben, wenn man das genauer sehen möchte, was hier genau drin steckt. Was ich sagen kann, ist allerdings, dass die Sticker von der Farbintensität teilweise sehr unterschiedlich sind. Ein paar, so wie der hier, der sieht sehr gut aus. Auch diese cartoonartigen. Die anderen zum Teil, ich versuche mal, wenn ich hier wieder einen sehe, diese hier, die sehen so ein bisschen matt aus in der Farbgebung. Das scheint irgendwie am Print aber zu liegen. Also diese 3D-Modelle sind nicht ganz so überzeugend wie die Cartoon-Modelle. Aber auch hier, denke ich, ist relativ schnell klar, eine große Variation an Stickern, die insgesamt aber alle auch einen sehr schönen Eindruck machen. Und ich muss sagen, bin davon gar nicht so unangetan. Und ich denke, dabei kann man definitiv auf dem einen oder anderen Geburtstag einen kleinen Goodiebag machen, wo man dann jeweils ein, zwei Items reintut oder ein kleines Gewinnspiel daraus macht und das dann eben den Kindern mitgibt und so für die ein oder andere kleine Freude sorgt. Alles in allem, meiner Meinung nach, ein ganz süßes und gut gestaltetes Set.